Hi Leute, hier ist wieder Firewall und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play GTA 4. Im letzten Part haben wir unserem Freund Bernie einen kleinen Ausflug ermöglicht, quasi zu überleben. In diesem Part gehen wir weiter zu unserem Homie, Derek McGrary. Wo liegt er denn bitte? Total in der Gosse, okay? Babysitting. Ach, nichts mit der Gosse. Er hat auch ein Boot. Okay, er hat auch ein Boot. Super. Alle haben ja Boote. Die Dinger werden auch rausgegeben. Ganz ehrlich, ey. Die Kreditinstitute müssen vorsichtig sein. Ganz im Ernst. Wenn sie jedem betrunkenen Idioten einfach mal so ein Boot geben, dann bricht der Markt bald zusammen. Oh, erinnert euch an diese Rampe hier links. Die wird auch wichtig. Okay, hier ist ein Ladestand, okay. Wo wollen wir hin? Ach da, okay. Schön. An diese Mission erinnere ich mich irgendwie nicht mehr so. Obwohl ich mich an sehr viele erinnere. Naja, okay. Kein Ding. Er erzählt uns da einfach vom Pferd. Wir haben gleich einen Übergabepunkt da hinten, mitten auf der See. Ist schön, ist cool, machen wir. Warum auch nicht? Ich plane ja immer so 3 Minuten Cutscene ein, jetzt haben wir 30 Sekunden Cutscene gehabt. Naja, und schön. Aber hier ist ein Übergabepunkt, wie schön. Hi Kim, kein Mädchen, das heißt doch. Okay, wir folgen Kim. Stalking. Okay, eine Bootseskortenjagd. Ah, okay, Kim ist also auch ein illegaler Einwanderer. Wie wir es sind. Okay, super. Und er schmuggelt auch gleich ein paar Kilo Drogen. Was? Wir müssen Kim beschützen. Okay, machen wir. Kann ich jetzt bitte schießen? Wir müssen Kim wirklich vor den Angreifern beschützen, okay. Nehmen wir mal besser die Schnellfeuerwaffe. Den haben wir. Jetzt den da. Na komm. Okay. Den haben wir auch. Bitte nicht in meiner Nähe explodieren. Schön. Alles klar, die haben wir. Jetzt hinter uns wieder. Die haben wir überholt. Wir müssen eigentlich uns nur vorsehen von den Booten, die direkt vor uns sind. Denn die greifen Kim an und wir wollen nicht, dass Kim angegriffen wird. Denn wir mögen Kim. Kim ist ein ganz toller. Wir ziehen uns jetzt auch noch einen Helikopter auf den Hals. Also unsere Ankunft war friedlich. Ja, scheiße, wir haben echt einen Helikopter. Geil. Ich bin auch ein Helikopter. Hoppala. Dem geht's nicht mehr so gut. Okay. Wir haben einen Rocket Launcher. Richtig cool. Nice, warte. Kim, aus dem Weg. Bloß aus dem Weg, ey. Echt. So, und am besten man zielt hier auf die Rotorblätter, denn wenn man die trifft, ist der Helikopter auch weg. Sehr schön. Und wir haben einen Rocket Launcher. Das ist richtig schön. Ja, der Helikopter ist im Ager. Wir müssen vor Kims Bug weg. Ja, bin ich. Muss Kim sich nur wieder in Bewegung setzen? Oder ist Kim immer noch geschockt, wie wir den Helikopter einfach mal so vom Himmel gepflückt haben? So, guck mal. Jetzt gib Gas, Kim. Dein alter Fischkutter. Tu Kaskop, du! Tu Chinese! Okay, er ist wahrscheinlich Koreaner. Nord-Südkorea, wirklich. Wieder ganz toll. Die haben wieder Action. Finde ich ja gar nicht witzig, aber naja. Sollen sie sich die Körper einschlagen? Das war klar, dass es eskaliert, ganz im Ernst. So, langsam den Sonnenuntergang entgegen. Wir kommen gleich zum Übergabepunkt. Und haben diesen Part wirklich schon schnell hinter uns gebracht eigentlich. Ich muss direkt eine nächste Mission anfangen. Und dann wahrscheinlich reinschneiden muss, und das ist unschön. So, Kimi, dann leg mal an hier. Wunderbar.
here in one piece. That was the deal. Thanks, Nico. Thank you, Miss McGarry. Not such a smooth journey. Yeah, got a bit hairy out there. Good thing you have your sea legs. I hope the rest of your time here is more peaceful. That's all you can hope for in this godforsaken world. See you around, Nico. Don't put all the payoff up your arm, Derek. Only place for it, me boy. Only place for it. See you soon. Okay, 5 Minuten 34. Was machen wir? Was soll machen wir? Um eine neue Mission anzufangen, ist es zu spät. Um den Part zu beenden, ist zu früh. Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ich weiß was, wir machen Monsters dann. Wir sind da gerade in der Nähe. So, brauchen wir ein halbwegs schnelles Auto, das gut liegt. Du. Das ist jetzt nicht unbedingt halbwegs schnell, aber hier ist es wichtiger, dass das Auto gut liegt. Denn seht ihr diese unfertige Brücke da direkt vorne mit dem Kran und so? Da müssen wir jetzt hin. Yeah, wir sind so badass. Oh mein Gott, sind wir badass. Wir sind so unartig, wir sind Kriminelle. Ja, wunderbar. Aha, hier geht's schon rein. Wir müssen jetzt hier durch die Absperrung brechen. Und durch die nächste... Nicht jetzt, Lucy. Nicht jetzt. So, und durch die nächste Absperrung brechen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir genau in der Spur bleiben. Denn auch hier nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Denn da vorne ist schon die nächste Rampe. Erster Monster-Stunt, ja. So. Auf keinen Fall überschlagen. Ja, herrlich. Den ersten Monster-Stunt haben wir... Ja, wir kommen, schleudern und... Nein, 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 verdammt! Nein, 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 nein. Obwohl, doch, mit der Rolle geht das. Wenn wir jetzt eine gute Fassrolle machen, dann ist alles in Ordnung. Komm schon, komm schon. Ah, leider auf der Seite. Ah. Doch, hat auch gereicht. Hervorragend. Hab ich nicht gedacht, aber okay. Normalerweise landet man dann da hinten auf dem Dach, aber... Gut, wenn es gereicht hat, mir soll es recht sein. So, dann haben wir noch einen weiteren Monster-Stunt. Ich erledige den jetzt einfach. Ups. Entschuldigung. So, jetzt sind wir ein Monster-Truck. Der Monster-Stunt. Seht ihr, was ich gemacht habe? Ich habe das Wort Monster genommen und... Ach mal, Leute, ey, das war witzig. Jetzt lasst mich in Ruhe. So, und da ist die nächste unfertige Brücke. Also unfertige Brücken haben wir in diesem Stadtteil hier ohne Ende. Ich hoffe, dass das Auto da reicht. Ja, wird es wohl. Das wird wohl da reichen. Erinnert euch vielleicht, hier haben wir Roman mal aus der Scheiße gezogen. Aber jetzt kommen wir her, um einen Monster-Stunt zu erledigen. Oh ja, Monster-Stunts, Leute. Wir sind so Monster und Stunts, so. Wir müssen hier wenden und das ist das Schwierige an diesem Monster-Stunt. Er liegt bergauf. Wir müssen hier durch die weichen Stellen, Pylone und so. Ja, wunderbar. Da ist auch schon unsere Rampe. Wenn wir jetzt hier mit genug Geschwindigkeit reinkommen und... Ui, schon fliegen wir die Rampe. Warum stellen sie da oben eine Rampe auf? Ich verstehe das nicht. Das ist Schwachsinn. Warum? Hey Barney, wo soll ich da mit dieser Metallplatte hin und diesen... Nicht gut genug! Willst du mich verkackeiern, Alter? Ha, ist ja wohl Frechheit. So, nehmen wir ein anderes Auto. Ein Taxi zieht meist mehr an. Na komm du. Es tut mir echt leid, ich brauche dein Auto. Ich muss den Abonnenten was bieten. Nein, nicht als Fahrgast. Raus, so, raus da, ich will so rein. Ich will diesmal nicht als Fahrgast in das Taxi steigen. Ja, genau. Genau da vorne möchte ich rein. Dankeschön. So, mit Fahrgast wäre das eigentlich noch witzig gewesen. Ob das Taxameter total durchtickt? Ja, sehen wir. Das Taxi zieht auch schon viel mehr an als das Auto eben. Rutscht aber auf Sand auch ein bisschen mehr. Ob das Taxameter weiter tickt, während man fliegt? Vielleicht doppelt so viel, weil man ja Luftlinie fliegt? Man weiß es nicht. So, wunderbar. Wenden wir mit dem Taxi und schroten das Auto in einen weiteren Monster-Stand. Immer schön Gas geben jetzt. Das Ding ist einfach, es geht bergauf. Das ist ein bisschen übel. Ja. Wunderbar. Das sieht gut aus. Wir sind ein bisschen schneller als vorher. Wunderbar. Ja, fliegen wunderbar gerade. Genauso muss das aussehen. Mhm. Und kommen, glaube ich, genau da auf, wo wir eben auch aufgekommen sind. Ja. Monster ist dann absolviert. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt der Fall ist, aber wir haben es halt. Einfach lächeln, nicken, weitermachen. So, haben wir hier vielleicht noch einen in der Nähe? Ich bin mir nicht sicher. Muss man eben nach Rampenstrukturen suchen. Das sieht gut aus. Sowas hier ist immer prädestiniert für Monster-Stunt. Hier so. Hier irgendwo. Da oben ist einer. Also hier sind echt viele Monster-Stunts in der Nähe, muss man echt sagen. Hier unten. Nein.
Hier eventuell. Wir fahren mal ein bisschen rum. Oh, da ist ein Loch, da muss man echt vorsichtig sein. Kann man ganz schnell ins Wasser fallen. Oh ja, und ich kann euch jetzt mal zeigen, mit H kann man Fernlicht einschalten. Ist das nicht geil? Das ist doch richtig herrlich, oder nicht? Nein, hier scheint es keine Monsterstunts mehr zu geben. Und schön. Ich habe eure Zeit verschwendet. Schade. Na gut. Dann steigen wir aus und gehen nach da oben. Einfach mal rüber. Und dann beende ich da oben auch den Part. Wenn wir hier hochgegangen sind. Nicht wahr? Hier. Da sind wir gerade rüber geflogen. Erinnert ihr euch? Das waren noch gute Zeiten, als wir da rüber geflogen sind. Okay, Entschuldigung. Weiter geht's. Nico joggt hier gerade die Treppen hoch, während ich so langsam abmoderiere. Ist das ein Zaun oder eine Tür? Das ist eine Tür! Dope Parking. Okay, Leute. Das war's dann auch für diesen Part von Let's Play GTA 4. Schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, ciao! Oh, was willst du, Bernie? What's up, Bernie? I wanted to give you something to say thank you for me. Okay. Well, he doesn't know I'm giving you this, but he gave it to me, so it's technically for rein technisch, ja. What is it? This car. Enjoy. I only power walk or take cabs, so I figured I should pass this on to my savior. Das ist das letzte, was Das ist das letzte, was uns Bernie jetzt mitteilen wird. Er schenkt uns sein Auto. Toll. Gut, alles klar. Ja, das war es jetzt aber wirklich und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, ciao.